Moin Community und willkommen im Brettspielzimmer. Heute zu einem neuen Regelvideo. Und zwar dreht sich heute alles um die Anleitung zu Star Wars Jabba's Palace. Es ist ein wunderschönes Kartenspiel mit der Love Letter Mechanik. Wenn ihr Love Letter noch nicht kennt, das ist das Grundspiel. Das kann man von 2 bis 4 Leuten spielen oder die Erweiterung, da kann man sogar mit 8 Leuten spielen. Es ähnelt dem Spiel Star Wars Jabba's Palace extrem, weil es die gleiche Mechanik hat. Sucht ihr dazu Regelerklärung, die findet ihr hier oben in der Infobox. Sowohl zum Grundspiel als zu der Erweiterung. Aber das nur am Rande. Jetzt wieder zu diesem Spiel. Man kann es mit 2 bis 6 Leuten spielen, ab 10 Jahre und ca. 20 Minuten. Man muss die Verpackung leider so aufreißen. Dann kommt ein toller Stoffbeutel raus, wo wir die Anleitung drin finden, die Spielkarten, die Agendakarten und Übersichtskarten. Und so schöne Jetons, mit denen man seine Siege anzeigen kann. Ein kurzer Vergleich. Das ist die Größe von den Love Letters Karten, die Übersicht, die Spielkarten und da gibt es Herzen. Aber das auch nur am Rande. Kommen wir jetzt aber zur ausführlichen Regelerklärung zu Jabba's Palace. Wie immer kurz und knackig, inklusive Spielaufbau und Spielablauf. Solltet ihr zu irgendeinem Zeitpunkt im Video noch Fragen haben, dann ab damit in die Kommentare, aber jetzt verlieren wir keine Zeit, auf geht's! Worum geht's bei dem Spiel? Hier dringen 2 bis 6 Leute in den dunklen Unterschlupf von Jabba dem Hutt vor, dem abscheulichen Verbrecher. Besiege deine Feinde mit Hilfe der Helden der Rebellenallianz und der Palastbewohner und bringe die Agenda vor. Wer das am besten macht, gewinnt das Spiel. Kommen wir jetzt zur Spielvorbereitung. Der Stoffbeutel kann wieder weg. Dann verteilen wir jedem Spieler eine Übersichtskarte, hier mit dem Beispiel von 3 Spielern. Auf der Übersichtskarte findet ihr den Wert und den Effekt und die Anzahl jeder Charakterkarte im Spiel. Dann mischen wir die 19 Charakterkarten, bilden daraus einen verdeckten Nachziehstapel, sodass jeder gut rankommt. Legt die oberste Karte vom Nachziehstapel verdeckt zur Seite. Sie spielt erstmal nicht mit. Solltet ihr aber zu zweit spielen, deckt ihr jetzt noch 3 Karten auf, so dass sie jeder sehen kann. Aber wir sind ja jetzt im Dreispieler. Jetzt bekommt jeder Spieler eine Handkarte. Wählt dann zufällig eine der 4 Agenda-Karten aus und platziert sie auch in die Tischmitte. Für die allererste Partie empfehlen wir die Agenda Erhabener Jabba. Sie ist am einfachsten zu verstehen. Und wer als letztes einen Freund gerettet hat, macht den ersten Spielzug. Und danach geht es im Uhrzeigersinn weiter. Das war die Spielvorbereitung, kommen wir jetzt zum Spielablauf. Jabba's Palace wird über mehrere Runden gespielt. In jeder Runde nutzt du die Effekte und Werte deiner Karten, um deine Agenda voranzubringen und die anderen ausscheiden zu lassen. In deinem Spielzug ziehst du eine Karte vom Nachziehstapel. Dann spielst du eine deiner 2 Karten aus deiner Hand und führst ihren Effekt aus. Die Effekte sind immer hier unten angegeben. Wichtig, du führst den Effekt aus von der Karte, die du ausspielst, nicht die du auf der Hand behältst. Noch wichtig, die Karte, die du ausspielst, bleibt aufgedeckt vor dir liegen. Die andere bleibt auf deiner Hand. Also, ich würde jetzt diese Karte ausspielen, dann würde dieser Effekt aktiviert werden und er würde durchgeführt werden. Wenn er komplett abgeschlossen ist, dann bin ich fertig mit meinem Spielzug und der nächste Spieler würde dann eine Karte ziehen. Hat auch wieder 2 Karten zur Auswahl, sucht sich eine aus und spielt sie aus. Sie wird dann wieder abgehandelt und sobald sie fertig ist, ist auch der Spieler durch. Dann zieht der nächste Spieler wieder eine Karte, sucht sich von seinen 2 Karten eine aus und spielt sie aus. Und das passiert so lange, bis wir alle ausgeschieden sind oder bis zum Spielende. Dazu aber später mehr. Kommen wir jetzt kurz zu den Charakterkarten. Jede Charakterkarte hat oben links in der Ecke einen Wert und einen Effekt, der ausgeführt wird, wenn du diese Karte ausspielst. Und hier unten ist angegeben, wie oft die Karte im Spiel ist. Außerdem befindet sich auf jeder Karte ein Symbol unten rechts. Entweder hier einmal das Rebellensymbol oder hier das Palastsymbol. Diese Symbole sind für bestimmte Agenden bzw. Karteneffekte wichtig. Die Agenden. Zu Beginn der Partie wird eine zufällige Agenda ausgewählt, die festlegt, wie du eine Runde gewinnen kannst. Die Agenda bleibt die ganze Partie im Spiel. Sie wird also nicht
jede Runde ersetzt. Einmal eine ausgewählt, bleibt bis ein Gewinner feststeht. Aus der Runde ausscheiden. Der Palast ist ein gefährlicher Ort. Einige Karteneffekte lassen dich aus der Runde ausscheiden. Wenn du ausscheidest, legst du deine Handkarte aufgedeckt vor dir ab, ohne den Effekt auszuführen. Gespielte und abgelegte Karten. Bei dem Spiel ist es ganz, ganz wichtig, dass jeder weiß, welche Karten bereits gespielt worden sind, so dass jeder nachvollziehen kann, welche Karten noch im Nachziehstapel sind. Deshalb muss jede gespielte und abgelegte Karte für alle immer sichtbar sein. Kommen wir jetzt zum Rundenende. Bei allen Agendas kann die Runde auf eine von zwei Arten beendet werden. Der Nachziehstapel hat keine Karten mehr oder es gibt nur noch einen einzigen Spieler, der nicht ausgeschieden ist. Sprich, einer hat noch überlebt. Kommen wir jetzt zum Nachziehstapel. Wenn der Nachziehstapel nach einem beliebigen Zug keine Karten mehr hat, wird unter allen nicht ausgeschiedenen Spielern bestimmt, wer gewonnen hat. Das entscheidet sich je nach Agenda. Bei der Startagenda gewinnt derjenige zum Beispiel, wessen Karte den höchsten Wert hat. Wenn also nur noch zwei Leute im Spiel sind, der eine hat Skywalker auf der Hand, der andere Boba Fett, gewinnt der mit Skywalker, weil er einen Wert von 7 hat und er nur von 5. Und so überprüft ihr das dann mit allen nicht ausgeschiedenen Spielern. Wer dann die Runde gewonnen hat, bekommt einen Siegpunktchip. Falls es zu einem Unentschieden kommt, bekommt jeder einen Siegpunktmarker. Sollte der Fall eintreten, dass alle ausgeschieden sind, bis auf einen, endet die Runde sofort und du gewinnst einen Siegpunktmarker. Kommen wir dann zur nächsten Runde. Für die nächste Runde wird wieder alles vorbereitet, alle Karten werden eingesammelt, dann wird wieder gut gemischt, eine Karte wird beiseite gelegt und jeder Spieler bekommt eine Karte. Solltet ihr zu zweit nur spielen, werden vor dem Verteilen wieder drei Karten offen ausgelegt. Wichtig, ihr verändert die Agenda nicht. Wer die letzte Runde gewonnen hat, macht den ersten Zug, sprich er zieht wieder eine Karte, hat zwei Karten und sucht sich eine aus und spielt dann die aus. Führt dann den Effekt der Karte durch und dann geht es wieder im Uhrzeigersinn weiter. Kommen wir jetzt zum Spielende. Das Spiel endet, sobald jemand von euch genügend Siegpunktmarker gesammelt hat. Es kann mehrere Gewinner geben. Wie viel Siegpunktmarker du für einen Sieg sammeln musst, findest du hier. Das variiert je nach Spieleranzahl. So, das waren die ausführlichen Regeln zu Star Wars Jabba's Palace. Jetzt könnt ihr direkt loslegen. Habt ihr während des Spiels noch irgendwelche Fragen zum Spielablauf, zu den Karteneffekten oder zu den Agenten, dann ab unten in die Kommentare, ich versuche euch so schnell es geht zu helfen. Und habt ihr noch Fragen zu anderen Regeln, auch in die Kommentare. Und hier oben findet ihr noch über 140 andere Regelerklärungen zu alten, neuen und klassischen Spielen. Also schaut doch einfach mal rein. Und wir sehen uns in der Zukunft. Ganz liebe Grüße, euer Robert.